Hallo liebe Kinder, jetzt gibt es die Bastelvideos und Experimentiervideos. Wir haben insgesamt 4 Sachen noch für euch. Und zwar erstmal 2 Experimente. Es geht ums Wasser und um die Sonne. Und zwar einmal um Verdunstung. Was also passiert, wenn man Wasser hat, was von der Sonne erwärmt wird? Ob es dann weniger oder vielleicht sogar mehr wird, das schauen wir uns jetzt als erstes mal an. Und bevor wir das machen, könnt ihr diese Experimente zu Hause machen. Die sind ganz, ganz einfach. Versucht die mal zu machen. Jetzt geht es mit der Verdunstung los. Also wir schauen uns an, ob und wie Wasser verdunstet. Also das Wasser ist weniger geworden, die Sonne hat es erwärmt und es ist wohl verschwunden. Was passiert aber jetzt, wenn man das Ganze einsperrt, wenn man zum Beispiel einen Glasdeckel da drauf macht oder so, dann kann das Wasser ja irgendwie verdampfen, aber es kann dann nicht weiter nach oben steigen, es kann nicht verschwinden. Das kann man auch nachprüfen, was dann passiert. Und dazu haben wir natürlich auch ein Experiment gemacht. Dann gucken wir uns das jetzt mal an. So, also wir wissen jetzt auch, was mit dem Wasser passiert. Es verdunstet und dann, wenn man es einfängt quasi wieder, dann kondensiert das Wasser wieder. Das heißt, der Wasserdampf wird wieder flüssig. Und das hat man ja dann wunderbar gesehen. Man hat am Rand des Glases und auf der Innenseite überall die Wasser
Tropfen gesehen. Und das ist im Prinzip das Gleiche, was in den Wolken dann auch passiert. Wenn die niederregnen, dann kondensiert das Wasser quasi auch wieder. Es fällt herunter und unten regnet es dann. Jetzt haben wir noch ein wunderbares Bastelvideo. Felix hatte ja schon erzählt, es gibt Barometer. Und die Barometer, die kann man auch selber basteln. Es ist nicht schwer, man braucht da ein paar Materialien, die habt ihr bestimmt alle zu Hause. Stift, Papier braucht ihr nicht nehmen, findet ihr alles unter der Videobeschreibung. Wir schauen uns aber jetzt erstmal an, wie man so ein Zeigerbarometer selber bauen kann. Wir brauchen eine leere Milchflasche oder eine leere Ketchupflasche. Hauptsache es hat eine weite Öffnung. Wir brauchen ein Gummiband, einen Luftballon, einen Strohhalm. Wir brauchen Holzleim und wir brauchen am Ende auch noch einen Streichholz. Zuallererst müssen wir den Luftballon nicht aufblasen, sondern ganz hässlich kaputt schneiden, denn wir brauchen eine Membran, eine Haut. Und die bietet uns so eine dünne Luftballonhülle. Also schneiden wir ihn schön kaputt. Ist ein bisschen dreckig. Luftballon lässt sich nicht so gut schneiden. Scharfe Schere ist wunderbar. Schnapp. Hier haben wir jetzt unsere Haut. Die kann man schön dehnen. Die spannen wir jetzt und tun sie. Dazu brauche ich jetzt Hilfe, lasst euch auch helfen, denn es muss ein Gummiband stramm drüber, damit die Haut richtig schön glatt sitzt. So, das ist also schon fast wie ein Trommelfell. Auf die Membran muss jetzt der Zeiger geklebt werden und das tun wir jetzt mit Holzleim, denn lösemittelhaltige Leime greifen die Gummihaut des Luftballons an. Holzleime tun das nicht. Dann packen wir den Strohhalm drauf, in diesen Klaps. Und ja, Holzleim braucht ein bisschen lange zum Trocknen, so 20, 30 Minuten. Deswegen stützen wir den Strohhalm jetzt erstmal ab, lassen das Ganze schön liegen und treffen uns in einer halben Stunde wieder hier. Schön. Jetzt haben wir lange gewartet und der Leim müsste sein. Ja. Letzter Schritt, wir legen einfach ein Streichholz sozusagen als Hebel an den Flaschenrand und damit wäre das Barometer fertig. Und bei steigendem Luftdruck wird natürlich der Zeiger etwas steigen und bei fallendem Luftdruck wird er etwas sinken. Jetzt wissen wir also, wie man so ein Zeigerbarometer bastelt. Jetzt müssen wir das natürlich noch testen, ne? Und da braucht man noch mehr Zeit als eine Dreiviertelstunde. Da braucht man mehrere Stunden, vielleicht sogar auch mal ein paar Tage. Also da nehmt euch dann die nächsten Tage das Ding vor als Experiment quasi. Und ihr könnt immer so einen Strich machen, wo das Barometer gerade ist. Dann nehmt ihr euch eine Unterlage, packt die dahinter und dann kommt ihr nach ein paar Stunden wieder und guckt, wo der Zeiger jetzt ist. Und das macht ihr am besten so über ein paar Tage. Dann sieht man wunderbar, wie der Zeiger nach oben und wieder nach unten geht. Wir haben das natürlich auch gemacht, hier an der Archenholz-Sternwarte und das Ganze als Zeitraffer-Video zusammengeschnitten. Und das zeigen wir euch natürlich auch.
Jetzt haben wir also ganz viel zum Basteln, zum Experimentieren uns angeschaut. Jetzt bleibt eigentlich nur noch Tschüss und auf Wiedersehen zu sagen. Aber bevor wir uns verabschieden, will ich natürlich noch auf die Fragerunde um 15 Uhr darauf hinweisen. Also kommt alle um 15 Uhr nochmal in den Stream. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt zum Experimentieren, zum Basteln oder inhaltlich zum Wetter, wie das funktioniert auf der Erde, auf dem Merkur, auf der Venus oder sonst wo im Weltall, kommt vorbei, 15 Uhr. Link findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.